Nicht mehr. Der nächste Kunde, wo ich dann war, völlig verzweifelt, wieder die nächste Energierechnung bekommen, die schon fast heult. Und das erlebe ich ständig und es wird immer schlimmer. Ihr rennt wegen rechts auf die Straße, aber alles andere interessiert euch einen Scheißdreck. Die Schulen sind runtergewirtschaftet, da funktioniert fast gar nichts mehr, weil nichts mehr da ist. Ich bei mir im Bereich Sanitärheizung, wird immer weniger, keine Leute da, was ja schon seit 30 Jahren sich abgezeichnet hat. Es wird ja nur im bestimmten Bereich, du sollst dein Abi machen und sollst ja studieren, kannst du ja machen. Problem, es sind so viele, die Abi oder studieren, die einfach dafür nicht geeignet sind. Jetzt haben wir einen Überschuss und jetzt fehlt es. Und ihr kriegt es nicht mit irgendwie. Jetzt fehlen die Leute. Und ihr kriegt es nicht mehr hin. Ihr sollt euch mal langsam schön warm anziehen. Ihr kriegt keine Handwerker. Hier rufen die Leute an und bettelt schon, können Sie mal kommen, wir können nicht mehr als arbeiten. Wir sind ausgelaugt. Und wenn du wie eine Stadt wie Berlin arbeiten möchtest, bist du durch diesen Verkehr in Berlin, der einfach von Leuten geplant wird, der alles andere Rücksicht nimmt, aber nicht die Leute, die arbeiten müssen mit dem Werkstattwagen. Ich sage mal, wir nehmen keine Kunden mehr an, wo kein Parkplatz mehr da ist. Mein Auto ist meine Werkstatt. Und ich bin für euch nicht der letzte Dreck mit 58 Jahren, dass ich 3 Straßen weiter mein Auto hinstelle und dann mit dem Werkzeug zum Kunden laufe. Das geht einfach nicht mehr. Kommt mal endlich runter von euren hohen Ross. Wir haben hier keine Leute mehr, die praktisch sind. Nur noch Theoretiker, die irgendeine Ideologie verbreiten. Und es wird immer schlimmer. Ideologie hat nichts mehr mit Realität zu tun. Dieses Land schafft sich wirklich ab. Es funktioniert kein Bereich mehr. Und ihr schneidet einfach nicht. Rechts, rechts, ich sehe keinen von rechts. Ich sehe nur die Nöte überall der ganzen Menschen, die arbeiten gehen, oh, die Rentner sind. Hier wird Arbeit und Rentner nicht mehr gewertschätzt in diesem Land. Und das sind die Probleme.